70 sind es hier. Gefühle 70. 50 jetzt sind es. 50 Jahre sind wir miteinander bekannt. Und das ist das, was ich tue. Im Fernsehen, nicht im Fernsehen. Im Fernsehen ist alles Lug und Betrug. Im Fernsehen bin ich so groß. Falls jemand Schwierigkeiten haben sollte, meinen Dialekt zu verstehen, dann entschuldige ich mich gleich am Anfang. Ich bin ein Wiener, das ist bei Österreich. Und wir reden einfach so. Ich würde mich freuen, wenn euch die zwei Lieder, die ich mitgebracht habe, gefallen würde. Keine Angst, ich singe die öfter mal. Sonst merke ich mir die Texte nicht. Ein wunderschöner, ist das das Rathaus? Ist das das Rathaus? Dann ist das hier der Rathausplatz. Dann bin ich hier richtig. Bei mir bei der Adresse steht drauf Rathausplatz. Den Monitor machen wir ein bisschen leiser, weil so schön klingt der wieder nicht. Und ich fange an mal. Wo ist denn mein Mikrofonstativ? Ist das das meins? Ich singe jetzt ein Lied, mit dem teste ich. Normalerweise singe ich jetzt ein Lied, mit dem ich die Laune des Publikums teste. Aber ich habe schon zugehört, ich bin ja schon einige Zeit da. Ihr seid ja eh schon gut drauf. Da brauche ich ja nichts mehr testen, oder? Das heißt, ihr seid schon gut drauf. Wolfgang, dann sparen wir uns das erste Lied, fangen wir mit dem zweiten an. Und das heißt Angelo Mio. Wind und sie lag in meinen Armen. Traurig ihr Blick, in dem nur die Frage stand: Was soll aus uns werden, wenn du morgen fortgehst? Glaubst du, du kannst mich so einfach fotografieren? Und das sage ich, Angelo mio, mein Engel hab ich sie genannt. Sie hat in mir ein Feuer entzündet, wie ich es vorher nie getan. Sie hat, oh Angelo mio, gefangen von der Zärtlichkeit, erlebten wir zwei den Sommertraum. Rathaus ist das der Bahnhof, oder?
Und da kommt gerade der Bahnhofsvorsteher auf. Habe ich sofort gesehen. Ihr erlaubt mir, wir sind ja nicht im Fernsehen. Im Fernsehen sind wir geschminkt. Also, meine Kollegen sind geschminkt. Ich bin sandgestrahlt. Sonst müsste ich so früh anreisen. Aber wir sind nicht im Fernsehen, ich darf mir die Jacke ausziehen, oder? Und ihr versprecht mir, ihr ruft nicht Zugabe. Aus Rücksicht auf die Kinder. Ich habe mir hier ein Programm. Wolfgang, hast du mir das Programm in die Jacke getan? Da steht drauf, zwei Brötchen, eine Wurst und ein Käse. Und drunter hat er geschrieben, du hast dich tausendmal gewogen. Leg das hier hin und stell den Mikrofonständer drauf. Ja, beim Open Air habe ich das schon erlebt, das ist wirklich. Und dann habe ich noch das Programm von heute Abend, von heute Nachmittag. Da steht drauf, hat es denn pünktlich um 15 Uhr begonnen? Der Thomas Brockmann hat das sehr gut gemacht, der steht da hinten. Vielleicht an der Stelle mal einen Riesenapplaus. Er führt wunderbar durchs Programm. Und der Thomas hat dann um 15.05 Uhr den Jörg Augenstein angesagt, oder? Da gibt es dann auch Autogramme. Und nachher dann Fernando Express, die machen eine super Musik, oder? An der Stelle einmal meinen Applaus für diesen schönen Schlager seit vielen, vielen Jahren. Und um 16.30 Uhr hätte ich anfangen sollen. Bei mir steht drauf, Andi Borg, Ende 16.40 Uhr. Steht das da oder steht das da nicht? Ich habe das zwar selber draufgeschrieben, aber ich muss mich an das Programm halten. Sonst stimmt mir. Nein, ich singe jetzt einen Titel rückwärts, dann sind wir wieder bei 16.40 Uhr. Das nächste Lied, das ich mitgebracht habe, ist ein Titel, der heißt Als sie noch Anna hieß, kurz. Gebannt vor dem Traumplakat, zum ersten Mal singt sie in dieser Stadt. Carina, es gibt kaum noch Karten für ihr Konzert. Dich wieder zu sehen ist mir alles wert. Carina, da steht sie vor mir nun im Rampenlicht. Ich stell mir vor, der Akku vom Handy hält nicht. Ich suche an ihrem Blick und ich denke Jahre zu. Als sie noch Anna hieß, stand sie am Gartenzaun. Ich versprach für sie ein goldenes Schloss zu bauen. Ich war der Prinz, der sie in Träumen ließ, als sie noch Anna hieß. Ich war verliebt und habe ihr oft erzählt, ich kaufe Eiffelturm von meinem Taschengeld. Sie sagte, dass sie mich nie vergisst, als sie noch Anna hieß. Und mit der DJI Osten. Als sie noch Anna hieß, stand sie am Gartenzaun. Ich versprach für sie, ein goldenes Schloss zu bauen. Ich war der Prinz, der sie träumen ließ, als sie noch Anna hieß. Ich war verliebt in sie und habe ihr oft erzählt, ich kauf den Eiffelturm von meinem Taschengeld. Sie sagte, dass sie mich nie vergisst, als sie noch Anna hieß. 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 Dankeschön! Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ich durfte 9 wunderbare Jahre meiner Karriere den Musikantenstadl moderieren. Gibt's nicht mehr den Musikantenstadl, es gibt wieder was Neues. Aber seit ich den Stadl nicht mehr moderiere, habe ich natürlich mehr Zeit, mir Lieder auszudenken. Und ich singe jetzt ein ziemlich neues Lied, das habe ich auch schon im Fernsehen gesungen, bei der im ZDF bei Carmen Schlechtwetter, nicht Schlechtwetter, Nebel, bei Carmen Nebel habe ich das gesungen. Apropos Nebel, nicht, dass ihr denkt, dass hier auf der Bühne, das kommt nicht von uns.
Wir haben eine Nebelmaschine und haben das Glück, heute eine Nebelmaschine zu haben, die geruchsneutral arbeitet. Die gibt es in verschiedenen Geruchsvariationen. Wir hatten letzte Woche, Holly, was war das? Ich glaube Fischknoblauch, ne? Genau, ja. Heute ist neutral, vielen Dank dafür. Ich singe jetzt ein Lied, wie gesagt, das habe ich bei... Ich weiß nicht, haben Sie mich schon einmal im Fernsehen anschauen müssen? Im Fernsehen, wie gesagt, erstens sind wir alle geschminkt und zweitens ist es meistens, nicht immer, aber meistens Vollplayback. Das heißt, man kann die Hand in die Hose und dann... Tun wir es also. Im Fernsehen ist es gerechtfertigt, dass es so ist. Wäre technisch viel zu groß der Aufwand. Wir sind heute nicht im Fernsehen und ich probiere jetzt das Lied. Wolfgang, ich singe so weit, wie ich den Text kann. Ich singe mein neues Lied, mein ziemlich neues Lied. Ich guck mal, wie das heißt. Cara Mia, bitte sehr, Cara Mia. Das habe ich heute schon gesungen, oder? Der Wind singt uns leise sein Lied. Als ein Horizont ein Stern vorüberzieht. Wie schön. Wolfgang, mach mal ein bisschen leiser. Mach mal ein bisschen leiser. So klingt es, wenn ich nicht dazu singe. Ist auch schön, ne? Ja, sagt die! Ja, stopp! Wolli, stopp! Ja, stopp! Ich bemühe mich, hier halbwegs anständig zu singen und das Fräulein da vorne sagt, sauschön! Das stört die Stimme nicht so. Ich weiß schon, wie das gemeint ist. Ich weiß schon. Ich wollte es euch nur zeigen, nicht, dass jemand glaubt, das ist eine Zauberei oder gar eine Hexerei. Ganz einfach erklärt, die Musik kommt aus der Dose. Der Wolfgang hat den Dosenöffner und ich singe dazu. Ihr seht es wahrscheinlich an meinem Gesichtsausdruck, dass wenn man sich anstrengt, nicht, dass jemand denkt, das tut mir weh, wenn ich so angestrengt, ich schaue immer so blöd, wenn ich live singe. Das möge man mir verzeihen. Und ich will noch mal anfangen. Wird doch mal anfangen. Wolfgang, fang noch mal an, sonst weiß ich nicht, wo ich zwitscher. Der Wind singt uns leise sein Lied. Als am Horizont ein Stern vorüberzieht. Wie schön sie war. Ich sing einfach mit. Im Rausche des Meeres geboren. Ein Glück und mein Herz war verloren. Hey, das ist gar nicht alles. Als ich hier häufig drücken sie da, Cara Mia.
dieser Stelle kann ich nur noch sagen, schaut mal auf die Uhr. Ich will jetzt nach Hause. Ihr wollt noch nicht, oder? Wolfgang, Sie wollen noch nicht nach Hause, dann lass uns noch ein bisschen weitermachen. Ich habe gerade diesen jungen Mann kennengelernt, komm mal zu mir auf die Bühne. Und wir zeigen jetzt dem Publikum, was du für eine schöne Kappe auf hast. Verbeug dich mal und dann kriegst du einen super Applaus. Sehr, sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut gemacht. Vorsicht beim Runtergehen. Meine Damen und Herren, wenn ich so junge Menschen von mir habe, eine kurze technische Frage, das mit dem Laut- und Leise-Monitor ist vorne nicht, oder? Darum geht's mal. Okay. Ich singe jetzt ein Lied aus einer Zeit, da sind die meisten von euch noch in der Donau als Nudelsuppe herumgesprungen. Meine Damen und Herren, ich traue mich fast nicht zu fragen, ist jemand hier, der sich noch an Schallplatten erinnert? Die großen, runden, schwarzen A-Seite, B-Seite, im Ernst jetzt, das sieht man euch nicht an. Aus der Zeit komme ich. Ich habe noch Schallplatten besungen und ich singe jetzt ein Lied aus dieser Zeit von meiner allerersten Schallplatte. Ja, ich bohre mir jetzt ein anderes Mikrofon, wie der Name schon sagt. Viel lieber. So, meine Damen und Herren, das ist die Nummer 4. Ich habe jetzt das Mikrofon Nummer 4. Eigentlich hätte ich gar kein anderes gebraucht. Ich wollte nur, damit Sie sehen, dass es auch Leute gibt, die wirklich was arbeiten. Einer davon steht hier auf der Bühne, vielleicht an der Stelle. Ein Riesenapplaus an die Technik, die alles aufgebaut haben, umgebaut und dann wieder abbauen müssen. Vielen Dank. Dankeschön. Ein bisschen leiser im Monitor. Mikro. Ich singe jetzt ein Lied aus meiner allerersten Schallplatte in der Originalversion, also in Schwarz-Weiß. Und würde mich freuen, wenn noch Überlebende aus dieser Zeit hier sind. Das Lied heißt immer noch die berühmten drei Worte. Ich spüle nicht. Kennt ihr das noch? Kennt ihr das noch? Okay, dann lasst uns gemeinsam singen. Du hast so etwas, das reizt mich, doch das ist nicht nur allein. Ich fühle, ich möchte gerne das Handy in deiner Hand sein. Ich glaube, jetzt wird es Zeit, dass du mich fotografierst. Und 1, 2, 3, 4, die berühmten drei Worte will man heute nicht sagen. Die berühmten drei Worte, ja, die sind heute tabu. Doch ich bin da ganz anders. Ich sag das, was ich denk. Die berühmten drei Worte mach ich dir zum Geschenk. Die berühmten drei Worte mach ich dir zum Geschenk. So, und jetzt alle gemeinsam. Die berühmten drei Worte. Ich liebe dich. Nein, 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 das sing ich alleine. Das stimmt. Die berühmten drei Worte. Ich liebe dich. Komm, mir ist egal. Die berühmten drei Worte. Ich liebe dich. Die berühmten drei Worte. Und klingt auch etwas pathetisch, ich meine so wie ich sag. Ich glaube, hier gibt es keinen, der mein Mikrofon nicht mag. Drum sag ich es ja auch immer wieder zu dir. Yeah.
Die haben mich jetzt erst erkannt. Komm, einmal noch. Die berühmten drei Worte. Jetzt. Ich liebe dich. Dum, da, 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 da. So, jetzt gehen wir mal wieder zum Opa. Wolfgang, schreibe auf, Publikum denkt mit. Maria. Das habe ich heute Vormittag dann immer wieder sonntags ausprobiert. Die überlegen jetzt noch, was ich damit gemeint habe. Sehr gut. Ich habe jetzt schon ein paar Mal Wolfgang und Wolli gesagt, dieser Mann ist mit mir unterwegs seit weit, weit über 35 Jahren, sitzt er immer an diesem Platz, macht für mich die Musik, mein technischer Leiter. Er ist extra heute Morgen zu Fuß aus Köln zum Auto gegangen und hierher gefahren. Vielleicht an der Stelle herzlich willkommen, Wolfgang Schöppe. Schöppe. Danke, danke, danke. Können wir nicht übertreiben. Danke, Molle, das lasse ich morgen weg. Ich singe jetzt ein Lied. Ich habe vorher gesagt, dass ich den Musikantenstadion moderiert habe. Da habt ihr sehr nett reagiert. Kennt ihr noch? Ich bin am Anfang immer über diese Showtreppe runtergekommen und habe gesungen. Ja, jetzt ist Stadelzeit. Wolfgang, schreib auf, man züchtet sich hier die eigene Konkurrenz. Da darf man nicht singen, die singen gleich weiter. Schrecklich. Nächstes Jahr braucht, oder in zwei Jahren gibt es dieses Fest ja dann wieder, dann braucht ihr keinen Sänger mehr zu engagieren, dann holt ihr euch einfach den Dirigenten aus dem Schwarzwald. Wie heißt er denn, der Tierfänger? Nicht Tierfänger. Fischer, Fischer. Der steht dann hier und macht so, ihr alle singt und er kassiert die Gage. Und der Wolfgang und ich, wir ernähren uns von Hartz IV. Komm, Wolfgang, die kennen das alte Lied noch. Spiel mal. Es gab im Leben eine Zeit, da war man gern bereit, die Sorgen wegzusperren und der Stadelmusik zuzuhören. Da gab man sich die Hand, saß mir blick bei der Hand. Die Menschen hier sahen alle froh und lustig sowieso. Ja, jetzt ist Stadelzeit, wir sind so weit, wir haben uns darauf gefreut. Die Gäste sind schon hier, jetzt wünsch ich dir eine wunderschöne Zeit. Ja, jetzt ist Stadelzeit, wir sind Das war eine schöne Zeit, oder? Es hat alles seine Zeit, es hat alles seine Zeit. Jetzt haben wir, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, ich habe wieder eine eigene Samstagabendsendung hier bei uns beim SOER, Schlagerspaß mit Andi. Nächsten Samstag, wenn das nicht interessiert, bitte nicht einschalten. Es gibt Leute, die schalten ein und sagen mir dann, wie scheiße sie es finden. Das finde ich nicht gut, weißt du, einfach nicht. Oder Fußballer, Wiederholung gucken und freuen, dass es wieder so ausgeht, weißt du. Meine Damen und Herren, das nächste Lied habe ich mir geborgt, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt einen Mann, der uns allen schon sehr, sehr viele schöne Stunden beschert hat. Ob das jetzt mit seinen Fernsehshows war oder mit seinen Filmen. Vor allem aber hat er sich mit seinen Liedern ganz tief in unser Herzen gesungen. Ich habe mir erlaubt, ein Album zu machen mit meinen Lieblingsliedern von Peter Alexander. Und wenn ihr Lust habt, dann machen wir jetzt eins. Oder? Wollen wir eins von Peter Alexander machen? Welches denn? Mir ist egal. Schaut hier. Welches machen wir denn? Wie heißt das? Das kleine Beißel? Das ist von Vico Toriani, oder? Ist das? Wolfgang, hast du das kleine Beißel? Spiel das mal. Ist es das? Kennt ihr den Text? Ja. Singt ihr mit? Ja. Sehr gut. Achtung. Kinder am... Stopp, Wolfgang, Entschuldigung.
Schreibt's bitte noch dazu, Publikum reißt nur das Maul auf und kennt den Text überhaupt gar nicht. Soll ich mitsingen? Ja! Okay, dann singe ich mit. Dann singen wir gemeinsam Die kleine Kneipe. Der Abend hängt sich auf die Decke der Vorstadt. Die Kinder am Hof müssen heim. Die Kreislerin wascht das Trottoir vor dem Laden. Ihr Mann trocknet die Psoffenen ein. Der Tag ist vorüber und die Menschen sind müde. Doch viele gehen nicht gleich nach Haus. Denn drüben klingt aus dem Rathaus Musik von den Amigos heraus. Achtung! Die kleine Kneipe, das ist doch schön. Da, wo das Leben noch lebenswert ist, sehr schön. Dort in der Kneipe, in unserer Stadt. Fragt dich keiner, was du hast oder bist. Zweite Strophe. Die Postkarten dort an der Wand in der Ecke. Das Foto vom Fußballverein. Das Stimmengewirr und die Musik aus der Jukebox. All das ist ein Stückerl da. Ich werf immer noch einen Schilling in den Automaten. Schau anderen beim Kartenspielen zu und steh mit meinem Bier in der Hand an der Theke und bin gleich mit jedem Perdu. Und jetzt wieder mit euch. Die kleine Kneipe in unser, da wo das Leben noch lebenswert ist. In unserer Straße, da fragt dich keiner, was du hast oder. Sehr schön. Dankeschön. Komm, eins machen wir noch von Peter Alexander. Es sind zwar viele Menschen da, doch einer ist die eine, die ich meine. Kokokokokokola, ich wäre ja doch so gerne nach, Phoebe, wenn ich könnte, einen Kuss. Ich weiß was, dir fehlt ein Mann, der dir keine Märchen erzählt. Genau so gefällt, wie du mir und mein Mann.
danke, danke, danke. Jetzt habe ich, Entschuldigung, wenn ich dazwischen spreche, jetzt habe ich die ganze Zeit versucht, mit eigenem Lied gute Menschen zu unterhalten. Da singe ich einmal zwei Lieder vom Alexander und schon ist hier Stimmung. Wenn ich das an dieser Stelle sagen darf, ich hatte auch schon schöne Lieder. Ich singe jetzt ein Lied, das habe ich lange nicht gesungen, ist nicht von Roland Kaiser, auch wenn es so heißt, Santa Maria, da wohl, ich finde das auf Page 2, glaube ich, ist das da drin. Moment, ich werde gerade fotografiert. In deinem Fall wäre es besser, wenn du ein Selfie machst. Das wäre auf jeden Fall schöner. Da wäre dann ein junges Mädchen drauf und kein alter, dicker Sack. Guck, das Handy fotografiert sich. Bei den neuen Handys gibt es ja jetzt eine Gesichtserkennung. Unterhand sie, hinter sie, fotografiert die Handys nicht. Santa Maria, 3, 4, 2, da oben steht die Kirche, auf dem Felsen überm Meer. Und seit vielen hundert Jahren kommen Menschen nun hierher. Sie beten für die Liebe, für ein Leben auf dieser Welt. Denn sie wissen, dass der Glaube jede Dunkelheit erhält. Sie singen Santa Maria und schauen weit übers Meer. Sie beten für ihre Liebsten, bring sie uns bald wieder her. Sie singen Santa Maria, und das wird immer so sein. Denn auch in hunderten Jahren sind Menschen oft allein. Dankeschön. Wolfgang, Wolfgang, ich glaube, Sie haben es doch gemerkt. Das wäre natürlich, wäre es noch weiter, da gibt es dann die zweite Strophe, wo sie dann zu ihrem Schatz sagt, du, wir haben wieder, und der sagt, und dann steigen die, und dann interessiert euch das, wie es weitergeht? Dann kauft euch die CD. Ja. Nein, nein, nein. Wer möchte denn trotz dieses Auftritts von mir im Anschluss eine Autogrammkarte von Mireille Mathieu? Ja, dann müsst ihr gucken, wo ihr die herkriegt. Ich habe natürlich nur welche von Thomas Rotfuß. Habt ihr das gesehen, dass der da sitzt? Thomas Rotfuß sitzt hier im Publikum und guckt sich diesen Auftritt an. Ihm ging es auch schon mal besser. Freut mich aber sehr, dieser Applaus ist von mir. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Thomas Rotfuß. Ich singe jetzt ein Lied, das habe ich beim Florian Apropos Florian Silbereisen. Habt ihr das gelesen mit der Helene und mit Florian? Es gibt wohl keine Silberfische. Also, der Florian ist so traurig, dass er seinen Führerschein abgegeben hat und jetzt nur noch mit dem Kreuzfahrtschiff hin und her fährt. Das wird was. Ich habe das Lied beim Florian gesungen, das ich jetzt singe, und überraschenderweise ist das ganz gut beim Publikum angekommen. Es ist ganz einfach mitzusingen, weil es besteht nur aus einem einzigen Wort. Aus einem einzigen Namen. Sarah, genau. Bitte sehr. Alle Hände sind da. Ich dachte, das wäre zum Mitklatschen. Das kommt noch. Das fängt jedes Mal anders an. Achtung, fertig. Los. Mich berührt. Alles muss man selber. Geht die Sonne auf. Und mein Herz fällt jede Nacht mit dir zum Sternenhimmel auf.
muss an Mamas Handy sein. Im Sommer und mein Herz wird warm. Ich liege tausend Träume lang verliebt in deinem Arm. Dieses kleine Mädchen, komm mal mit dem Handy zu mir auf die Bühne, damit die Leute nicht denken, der Onkel Andi spinnt wieder herum. Guck mal, dreh dich mal so rum, dass die Leute sehen, dass du tatsächlich die ganze Zeit so gefilmt hast. Leider war der Mittelfinger immer über dem... Komm, wir machen jetzt ein Selfie, sonst schimpft die Mama, weil du nur deinen Finger drauf hast. Und ich darf nicht lachen, weißt du? Wie dreht man das denn um? Guck, der Onkel Andi kennt sich wieder nicht aus. Ich mach's einfach so. Achtung. Fertig. Los. Warum hast du da Hansi hinter sich als Bildschirmschüler? Okay. Vielen Dank. Muss wieder richtig einstellen. Meine Damen und Herren, ich habe vorher die berühmten drei Worte gesungen von meiner allerersten Schallplatte. Auf dieser Schallplatte war noch ein Lied drauf, an das Sie sich vielleicht erinnern, handelt von zwei Männern, der eine heißt Piero, der andere Fernau. Kennt ihr die Fischer von San Juan? Wolfgang, das kennen die schon, braucht man nicht spielen. Wir? Trotzdem? Mir ist egal. Okay. Ich weiß nicht, ob die Dame da ist, die vorher bei mir in der Garderobe war, die mich gefragt hat, im Ernst, ich weiß nicht, ob die da ist, sie hat mich im Ernst gefragt, wie geht es denn den Fischern von San Juan? Und ich wusste nicht, was ich sagen soll. Dann habe ich bei Google angerufen. Und die Fischer von San Juan gibt es tatsächlich auch heute noch, 2019. Haben allerdings den Beruf gewählt, die waren beim Arbeitsamt und haben sich umschulen lassen. Die fischen jetzt nicht mehr, die singen jetzt auch, treten als Duo auf. Die waren auch im Musikantenstadion. Aber sie nennen sich jetzt nicht mehr die Fischer von San Juan, sondern Amigos. Bernd und der Karl-Heinz, die Fischer von einst, sind jung, sie sind bisher noch frei. Das Mädchen, das kommt, heißt Susi, sie hat mit den beiden Abschied. Sie werden Rivalen sein, die zwei. Mit den beiden Fischern von San Juan. Das Pferd zu der schönen Insel kommt nie an.
schon selbst entscheiden. Ich hab euch beide gern, mir ist's egal. Ich will als Fremder nur erleben, wie ihr die Fische Feste geben. Wie mich zum Fest gehört, ist eure Wahl. Liebe Gäste, Moment, Pfarrer Predigt kurz. Darf ich das verraten vorhin in der Garderobe, wir zwei? Natürlich. Ja, ich habe mich vorgestellt, wir haben uns schon dreimal im Leben getroffen, aber so viel wie ihr unterwegs ist, man erinnert sich kaum mehr an die Gesichter. Nur gesagt, du darfst alles sagen, Thomas, nur nicht Lena. Ne? Und da habe ich gesagt, Anni, wie lange singst du? Und er sagte, Thomas, wie lange soll ich denn singen? Frage an Sie, wie lange soll er denn singen? Wir würfeln das noch aus. Da hinten hat einer so gemacht. Er hat bei dir gedrückt. Nein, so. Ja. Sie erzählen. Du hast mir zwei Stichwörter gegeben. Ja. Einmal Gotthilf Fischer. Ja. Den treffe ich am Mittwochabend mit Günter Oettinger, Mango Cherry und Roland Bless von Pur. Weil Gotthilf kriegt mit, jetzt ist er 92 oder 93, er kriegt eine goldene Schallplatte. Wahnsinn. Weil du Schallplatten erwähnt hast. Ich mache ja als letzter in Deutschland eine Schallplattensendung. Okay. Mit echten Vinylplatten, die andere wegwerfen und mir schenken. Die muss ich jetzt mal putzen. Das siehst du, wir sind also eigentlich alle schon ziemlich uralt, aber uns geht's noch gut und wir können noch ganz gut, oder, meine Damen und Herren? Und auch der Andi, das jetzt nur so gut kann, das beweist jetzt mit den Zugaben. Wie viel machst du denn jetzt? Ja, diese eine einstudierte Zugabe. Ja. Also Gondelsheim ist immer Party. Wenn ich hier bin, ist immer Party. Okay. Und deswegen, also mit einer Zugabe lassen die dich nicht gehen. Da wird hier die Bühne, die wird versperrt. Ich gehe jetzt mal langsam zurück. Meine Damen und Herren, gebt mir nochmal einen super Applaus. Gondelsheim rockt! Angebot! Okay. Bei einem Sportler ist es ja so, dass wenn er als erstes über die Ziellinie fährt, dann hat er gewonnen. Wenn eine Fußballmannschaft das mehr Tore schießt als das andere, hat das gewonnen. Da gibt es nichts zu diskutieren. Bei einem Musikanten ist es immer Geschmackssache. Und ich muss sagen, ihr habt einen sehr guten Geschmack. Aber normalerweise wäre ich schon im Auto, weil ich weiß nicht, ob Sie das wissen, ich war vorher noch beim Stefan Rosper immer wieder sonntags. Bin dann sofort ins Auto gegangen und ich habe ein langsames Auto, weil meine Frau gefahren ist, hierher. Und ich war noch nicht Pipi machen, seit ich heute Morgen um 8 Uhr. Und ich habe schon gesehen, einige aus dem Publikum sitzen auch schon so und denken sich, wenn der nicht gleich aufhört, haben wir hier Aquaplanen. Das will ich natürlich nicht, pass auf. Man muss schon sehr, sehr viel Glück haben, um in der Branche fast 40 Jahre auf der Bühne stehen zu dürfen. Ich darf immer noch in der ersten Liga mitspielen und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Das liegt sicher nicht an meinem Können, sondern an der Treue meines Publikums. Weil ich habe keine Kinder, die heute die mögen und morgen die. Ich habe eben euch als Publikum. Und da muss man großes Glück haben und deswegen singe ich. Ich brauche ein bisschen Glück. So, jetzt alle Hände dabei. Thank you.
Wolfgang, das sind ja lauter neue, die muss ich ja erklären. Also pass auf, das Lied funktioniert folgendermaßen. Beim Refrain sing ich immer, ich brauch ein bisschen Glück. Deswegen wollte ich es erklären. Aber die Stelle war genau richtig. Ihr solltet singen ba 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 ba. Nicht so wie gerade eben wow wow wow. Müssen wir das üben? Nein, oder? Ich will das so richtig hören mit Schmack. Ba 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 ba. Okay? Wolfgang, ohne Probe. Fang nochmal an. Sehr. Es gibt doch Wunder auf dieser Welt, und eins davon ist mir heute Nachmittag begegnet. Zärtliche Augen schauen mich so an, und ein Gefühl sagt mir, diesmal könnte es passieren. Geh auf ihn zu und bin total verzaubert. Und mein Herz, das schlägt immer lauter. Und ich weiß, alles was ich will, bist du. So, Achtung! Ich brauch ein bisschen Glück. Ba, 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 ba. Und eine andere Zeit. Ba, 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 ba. Da wird der Augenblick. Ba, 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 ba. Mit dir zur Ewigkeit. Ba, 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 ba. Ich brauch ein und Zärtlichkeit dazu, ba, 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 ba. Zum Himmel und zurück, ba, 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 ba. Und dann für immer du. Zweiter Stoff, diesmal für immer, nicht nur heute Nacht. Ich nehm dich in den Arm, wir zwei tanzen durchs Mondlicht. Und dann fällt ein Stern, und ich wünsch uns beiden, unser Traum. Denn ich spür, es könnte so schön sein mit dir. Achtung! Ich brauch ein bisschen Glück und eine Handvoll Zeit. Dann wird der Augenblick mit dir zur Ewigkeit. Bevor die Schreierei mit der Zugabe losgeht, singe ich lieber noch ein Lied, dann haben wir Ruhe. Ich bin ja heute hier, weil ich ein Lied gesungen habe, 1982, habe ich ein Lied gesungen, ohne dieses Lied wäre ich heute wahrscheinlich gar nicht da. Ich habe diesen 3 Minuten so ein schönes Leben zu verdanken, dass ich es immer wieder gerne singe. Und ich hoffe, Wolfgang, weißt du, was wir machen? Ich sage das Lied gar nicht an. Wir spielen es einfach und dann sagen sie, ach, das ist Trafi Deutsch. Ja. Adios, amor. Ich
die Männer. Ich komm! Danke, meine Herren. Adios, 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 amor. So muss das Leben wohl sein. Es wollen alle Verlierer mal ein. Ich komm, verlassen wir vor. Komm, adios, 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 amor. Und ich darf an der Stelle schon Dankeschön sagen. Es gibt gleich hier neben der Bühne Autogramme. Ich habe ein paar Autogramme hingelegt und Stifte dazu. Da könnt ihr euch draufschreiben, was ihr wollt. Ich weiß, das ist nicht verloren. Lass mit dir auf den Freund nicht verloren. Ich komm verlassen mir vor. Komm, adios, 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 amor. Einmal. So muss das Leben gut sein. Es soll alle Verlierer mal ein. Ich komm, verlassen wir vor. Komm, adios, 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 adios. Dankeschön. Vielen Dank. Arrivederci. Wo hast du das jetzt her? Machen wir zwei nochmal Urlaub blauen Meer. Arrivederci, Claire. Wir müssen zum Zahnarztbus her. Alles sieht anders aus. Und ich will jetzt nach. Ins Bett. Ich sag Dankeschön, bleibt alle gesund. Wenn ihr Lust habt, schaut am nächsten Samstag, 20 Uhr, Schlagerfall. Auf Wiedersehen, Servus, danke, vielen Dank.